Aktuell findet weltweit die Fashion Revolution Week statt. Mit Sabina Rachimova, Co-Gründerin von Fashion Revolution Austria, durfte ich im voraufgezeichneten Gespräch über Transparenz, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein in der Textilindustrie sprechen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Ja, danke, dass ich da sein darf. Vielleicht vorab könnten Sie uns zunächst etwas über Fashion Revolution Austria erzählen und was Ihre Organisation tut. Ja, natürlich. Fashion Revolution Global gibt es nun tatsächlich schon seit 10 Jahren. Gegründet wurde das Ganze 2013 in England, also eigentlich in UK, als Reaktion auf das Rana Plaza Desaster. Bei Rana Plaza ging es um diese Fabrik in Bangladesch, die zusammengestürzt ist. Über 1100 Menschen haben ihr Leben verloren. 2000 weitere wurden schwer verletzt. Und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir als Gesellschaft hinter die Kulissen von Fast Fashion blicken konnten. Wie werden die Dinge hergestellt, damit sie überhaupt so günstig zu erwerben sind? Und Fashion Revolution hat es sich eben zum Ziel gemacht, einerseits Transparenz in Lieferketten zu bringen, aber sich auch für die Rechte von Näherinnen und Menschen entlang dieser Lieferketten, die da arbeiten, einzusetzen. Es gibt in allen möglichen Ländern bereits Fashion Revolution Hubs und seit diesem Jahr endlich auch in Österreich. Und wir sagen auch ganz gerne, es tut uns leid, dass es 10 Jahre gedauert hat, aber dafür machen wir es jetzt richtig und gehen damit Vollgas hinein. Jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo Themen wie Teuerung, Inflation die Schlagzeilen dominieren. Wie kann man trotzdem auch nachhaltig und mit dem Fairtrade-Gedanken Fashion produzieren, die man sich auch leisten kann? Ja, das ist eine super Frage und hier geht es viel um die Verantwortung. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst, als Fashion Revolution Österreich agieren wir einerseits national und schauen, was wir auf österreichischer Ebene machen können. Da wäre zum Beispiel ein Lieferkettengesetz natürlich etwas ganz Tolles. Dann wollen wir auch auf EU-Ebene Fashion Revolution unterstützen, auch mit Gesetzesgebung und Veränderung und natürlich auch global. Da gibt es zum Beispiel eine Petition im Moment, die man unterschreiben kann und das kostet ja auch tatsächlich nichts, da sozusagen mitzuwirken. Wir wollen aber auch wirklich zeigen, dass es uns bewusst ist, dass die Verantwortung beim Konsumenten nicht in demselben Ausmaß liegt wie zum Beispiel bei der Politik. Es gibt die Konsumentinnen, es gibt die Unternehmen, kleine wie große, und dann gibt es die Politik. Und natürlich braucht es hier bessere Gesetze einerseits. Und was wir als Konsumentinnen machen können, ist einerseits weniger konsumieren. Das hört sich natürlich immer ein bisschen leichter gesagt als getan an. Aber im Moment kaufen wir vieles, was wir nicht brauchen, vor allem wenn es um Bekleidung geht. Und einfach unangenehm sein, Fragen stellen, die Unternehmen hinterfragen, sagen, wo wurde denn das tatsächlich gemacht? Ich glaube, was wir uns ein bisschen vor Augen führen müssen, ist, dass der Preis, den wir bezahlen, woanders nochmals bezahlt wird, und zwar teilweise mit dem Leben von Näherinnen. Das heißt, günstig hergestellte Kleidung ist nur günstig für die eine Seite, aber nicht für die ganze Lieferkette. Sie sind ja selbst in der Modebranche tätig, auch als Designerin. Wie gehen Sie vielleicht auch mit dem Gedanken Secondhand um? Ja, ich bin tatsächlich Designerin, gelernte Unternehmerin und auch Dozentin und arbeite mit Universitäten zusammen und bekomme da sehr spannende Einblicke in die unterschiedlichen Welten, was ich auch immer sehr zu schätzen weiß, weil es ja auch darum geht, Brücken zu bilden zwischen all diesen unterschiedlichen Seiten. Secondhand ist natürlich immer eine tolle Lösung. Da gibt es natürlich auch viele Gespräche, ob es nicht dem ganzen Secondhand-Markt schadet, weil immer mehr Fokus auf Secondhand gelegt wird und auch dieser teure wird und vom Preis steigt. Und natürlich grenzt es wieder die Menschen aus, die vielleicht auf Secondhand angewiesen waren aus anderen Gründen und nicht unbedingt aus modischen oder nachhaltigen Gründen. Ich glaube, die meisten Themen rund um die Modeindustrie muss man mit einer Kehrseite betrachten. Es sind immer zwei Seiten. Es gibt immer Möglichkeiten, aber es gibt aber auch Challenges, die wir bewältigen müssen. Und ich glaube, genau darum geht es auch bei Fashion Revolution, dass wir diese Gespräche haben, dass wir einen Kommunikationskanal aufstellen, wo wir uns austauschen können dazu. Vielleicht auch ein Thema, wenn wir den Blick nach Vorarlberg werfen. Vorarlberg galt jahrzehntelang als Textilhochburg. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die sich nach wie vor im globalen Weltmarkt etabliert haben. Vielleicht, wie schwierig ist es gerade auch für westliche Industrienationen oder auch Unternehmen hierzulande, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren?
Ja, das ist auch wieder ein super Punkt, den Sie da ansprechen. Österreich im Allgemeinen hat extrem viele tolle Produzentinnen gehabt und hat diese noch, aber natürlich wird es immer weniger. Und das soll auch nicht sein. Es wäre natürlich wundervoll, wenn wir Lieferketten lokaler gestalten könnten, weil das würde uns auch mit Transparenz helfen. Und auch hier, ich glaube, ist die Politik gefragt, wie kann man es attraktiver machen, im Land zu produzieren? Oft liegt es aber auch daran, einfach die lokalen Produzentinnen mit den lokalen Unternehmen und vor allem Designerinnen zusammenzubringen. Oft sind wir, glaube ich, auch in Österreich so ein bisschen als Land, dass wir gern nach Deutschland schauen und uns zu klein fühlen und denken, wir haben nicht alles, was wir selber brauchen. So ist es aber nicht. Wir haben sehr viel Talent, wir haben sehr viele Möglichkeiten im Land auch vieles zu verändern. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Und ich bin froh auch, dass Sie angesprochen haben, Vorarlberg, weil es soll ja auch nicht alles aus Wien ausgehen. Das ist der andere Fehler, der, glaube ich, oft unterläuft, dass wir uns prinzipiell bei allen Ländern sehr auf die Hauptstadt fokussieren oder Städte im Allgemeinen und nicht, was für Potenzial es denn auch noch außerhalb gibt. Als Fashion Revolution planen wir ab Sommer 2023 in den unterschiedlichen Bundesländern auch sozusagen auf Tour zu gehen, dort Veranstaltungen zu machen und hoffentlich die jeweiligen Fashion Professionals untereinander zu vernetzen. Vielleicht auch ein Thema, das gerade auch in der Modeindustrie immer mehr Gewichtung bekommt, Digitalisierung. Wir haben da auch in Vorarlberg diverse Smart Textile Unternehmen. Wie viel Technologie und Innovation steckt denn in der Modebranche? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen meine persönliche Meinung, zu wenig. Es könnte noch mehr sein. Ich glaube, die Dachregion ist prinzipiell recht zurückhaltend, was Digitalisierung betrifft. Wir sehen das ja aus anderen Branchen, wo es oft Anläufe gibt, die nicht ganz gut und nicht ganz erfolgreich klappen. Ich glaube, da braucht es vor allem Investitionen in Innovationen. Wie kann man Jungunternehmerinnen fördern, die im digitalen Bereich arbeiten, damit sie ihre Innovation testen können? Vieles bleibt ja in der Theorie, was ja auch schon problematisch ist. Wenn wir das aber testen könnten unter tatsächliche Case Studies kreieren, würde das schon sehr helfen. Die Modebranche könnte tatsächlich auch einige der Nachhaltigkeitsprobleme lösen, mit Hilfe von digitalen Tools. Vielleicht auch, wenn man jetzt die Modebranche und die großen Konzerne ansieht, hört man immer öfter diesen Fairtrade-Gedanken, diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Wie viel Greenwashing steckt da dahinter? Wie ernstzunehmend sind diese Bestrebungen von den großen Ketten, hier dem Kunden und den Kundinnen nicht etwas vorzugaukeln? Ja, Greenwashing ist ein großes Problem. Da muss man sich, glaube ich, fragen, kann ein Unternehmen, bei dem 95% der hergestellten Artikel genauso sind wie früher und sich nicht verändert haben und nur 5% eine sogenannte Conscious Collection ausmachen, kann man die nachhaltig nennen? Kann man denen trauen mit ihren Behauptungen? Die Antwort ist nein. Natürlich muss man aber auch sagen, als Konsumentinnen brauchen wir keinen PhD, damit wir einfach shoppen gehen können, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten so mühsam finden. Man kann Zertifizierungen nicht mehr glauben, man kann den ganzen Behauptungen nicht glauben. Und das muss sich dringend verändern. Dadurch, dass viele dieser Großkonzerne all das machen dürfen und natürlich diese Behauptungen machen dürfen, ohne Konsequenzen zu tragen oder sehr oft nur kleine Konsequenzen in Form von kleinen Gebühren, die sie zahlen müssen als Strafen, wird sich das natürlich nicht verändern. Weil welches Unternehmen sagt nein zu mehr Gewinn, mehr Geld und so weiter? Das heißt, da werde ich wieder, glaube ich, den Ball an die Politik werfen müssen und sagen, was können wir machen? Und ja, es tut sich einiges. Wir haben jetzt die Grüne Initiative, die kommen wird. Wir haben den European Green Deal, der kommen wird. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was für Auswirkungen dieser haben wird auf die Art, wie Großunternehmen und Konzerne Marketing betreiben. Stichwort Großkonzerne Marketing, ein Thema, das von uns allen höchstwahrscheinlich auch aus Bequemlichkeitsgründen allzu oft benutzt wird, Online-Shopping. Der Begriff auch oder die Möglichkeit, Sachen zu bestellen, kostenfrei zurückzuschicken. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Wie viel bedarf es da einer Schulung für die Konsumenten, dass man sich da auch wieder auf das regionale, lokale konzentriert und nicht den bequemen Griff zum Tablet macht und online shoppen geht? Ja, ich glaube, dass Online-Shopping per se ja nichts Schlechtes ist. Und da wären wir wieder zurück bei dem Thema Privilegien, wenn man von Städten ausgeht und Regionen, die außerhalb der Hauptstadt liegen. Wenn ich in der Stadt lebe, kann ich natürlich leicht reden, dass ich zurückgreifen kann auf lokale Geschäfte und einfach wohin gehen kann einkaufen.
Genau dasselbe mit Online-Shopping. Das meiste liefert zu mir und ich muss mir keine Sorgen machen. Auch hier hat man aber nicht überall diesen Zugang. Ich glaube, dass Online-Shopping auf österreichischer Ebene einfach auch ein bisschen attraktiver gemacht werden kann. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir auch investieren, dass die ganzen eigenen Geschäfte gut online aufgestellt sind, gute Logistik haben und verschicken können. Und zeitgleich natürlich das, was Sie ansprechen mit den Retouren, ist ein sehr großes Problem. Wir wissen, das ist ein großer CO2-Ausstoß. Es geht auch viel darum, dass Kundinnen oft ihre Teile bis zu einem Monat, was sie auch dürfen, zu Hause behalten. Für Kleinunternehmerinnen ist es vor allem schwierig, weil sie oft gar nicht diese Anzahl an Teilen haben, mit denen sie sozusagen arbeiten können. Da geht es einerseits natürlich um die Schulung, nennen wir es mal so, sprich Transparenz. Ich glaube, wenn wir darüber reden und aus unternehmerischer Perspektive kann ich sagen, wir machen das zum Beispiel in meinem Unternehmen, dass wir einfach offen sagen, wir bieten keine kostenlosen Retouren an aus diesem Grund. Ab einem gewissen Wert kann man bei uns kostenlos bestellen, aber wenn es um Retouren geht, wollen wir auch eben zeigen, das geht nicht, dass wir das auch übernehmen, weil es auf vielen Ebenen einfach nicht tragbar ist, vor allem für Kleinunternehmen. Aber ich wünsche mir schon natürlich, dass Online-Shopping jetzt nicht irgendwie als die böse Alternative dargestellt wird, sondern auch als Potenzial, das man ausweiten kann. Mhm. Stichwort Reparaturen. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Das kommt auch gerade in der Textilindustrie oft zu tragen. Wieso sollte man sich vielleicht auch da wieder mehr darauf besinnen, bei den heimischen Großmamas und Großpapas das Nähen zu lernen und Socken zu stopfen? Ja, also das Nähen lernen, das empfehle ich sowieso allen, ob es jetzt nur um Mode geht oder nicht. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man seine eigenen Dinge reparieren kann. Da passiert auch zum Glück einiges. Ich glaube, dass wir mittlerweile wissen, dass Neukaufen eine Option ist, aber eben Dinge, die Sie ansprechen. Es gibt mittlerweile ganz tolle Repair-Events, die stattfinden. Auch Fashion Revolution hat einige gehostet erst dieses Jahr. Da geht es, glaube ich, einerseits um das Verständnis, was Kleidung wert ist. Und da kommen wir wieder zurück, wenn ich für etwas ein bisschen mehr gezahlt habe und mehr Geld ausgegeben habe, wenn ich einen persönlichen Bezug dazu habe, wenn ich weiß, wie dieses hergestellt wurde, Stichwort Storytelling, dass man da auch ein bisschen erzählt und hinter die Kulissen blickt und Transparenz der Lieferketten bietet, dann hat man auch viel mehr Motivation, diese Dinge zu reparieren, weiterzugeben und sie länger im Kreislauf zu behalten. Wir können auch über Circularity hier natürlich sprechen. Reparaturen sind eine der Optionen. Dann gibt es natürlich im Re-Commerce-Bereich viele andere Optionen. Man kann heutzutage sich Kleidung ausborgen und diese zurückgeben. Man kann sie tauschen, sowohl mit Fremden als auch mit Menschen natürlich, die man kennt, Freundinnen und auch die Menschen aus der eigenen Familie und natürlich weiterverkaufen. Resale ist auch ein absolut großes Thema in der Modebranche und viele Marken stürzen sich darauf. Hier ist natürlich das Spannende, dass wir wenig über den CO2-Abdruck hier sprechen und da geht es viel um hin und her versendet werden und so weiter. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen ein Loch, was so Datenanalysen betrifft. Mhm. Die Modebranche zählt ja zu den schillerndsten Branchen. Auch die Stars und Sternchen kleiden sich immer wieder in Haute Couture und zeigen, was gerade en vogue ist. Wie schafft man es trotzdem vielleicht auch, den Werbungsanteil oder auch den beeinflussenden Teil, den diese Industrie auf die Bevölkerung ausübt, vielleicht etwas kleiner zu halten und sich weniger diesen Trends zu unterwerfen, oder ist das prinzipiell gut? Ja, super Frage. Trends können als etwas Gutes und als etwas Schlechtes gesehen werden. Für nachhaltige Unternehmen sind Trends oft schwierig. Man möchte natürlich Teile kreieren, die gefragt sind, die auch mitmischen können am Markt, wie man sagt. Aber zeitgleich braucht man etwas, was zeitlos ist und lange im Kleiderschrank der Menschen bleiben kann und eben wieder diese Langlebigkeit bietet. Das heißt, da ist man hin und her gerissen. Der Luxusmarkt ist ein ganz separater und auch die Forderungen, die wir haben an Luxusgüter, ist ja auch anders. Oft fordern wir als Konsumentinnen gar nicht dieselbe Transparenz und sind auch bereit, Geld zu bezahlen für Luxusmarken, die das eigentlich unerklärlich ist. Ich habe selber bei Dior gearbeitet als Designer eine Zeit lang, bevor ich gegründet habe und verstehe total, dass man sich absolut blenden lässt. Es ist eine schöne Sparkly-Welt von außen. Aber auch hier, ich würde mir natürlich mehr Transparenz von Luxusmarken auch wünschen. Wenn wir mehr darüber sprechen würden, wofür wir tatsächlich zahlen, wäre das ein sehr spannendes Gespräch. Wir wissen mittlerweile, dass viele Luxusmarken genau in denselben Fabriken produzieren wie auch Fast-Fashion-Unternehmen. Und ich glaube, das wäre mal ein guter Ansatz. Und was aber jetzt die Sternchen und prominente Menschen betrifft, die Sie angesprochen haben, da geht es auch viel um Verantwortung. Ich glaube, wenn man weiß, dass man eine gewisse Plattform hat, und man hat die Ressourcen und die Möglichkeit, hier vielleicht auch mehr
einheimische Designerinnen zu bewerben, nachhaltige Labels zu bewerben, ein bisschen dieses Gespräch zu eröffnen, kann man das ja auch machen, während man die Luxusgüter zusätzlich auch dazu trägt. Eine Frage, die auch noch spannend ist, was sind denn nachhaltige Materialien, auf die man Wert legen sollte? Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich einen Deep Dive in Materialien machen, bleiben wir noch eine Stunde hier. Ich versuche es kurz zu halten. Natürlich kann man unterscheiden zwischen synthetischen Fasern und Naturfasern, um es einfach grob zu halten. Und dann gibt es noch die semisynthetischen Fasern, die dazwischen stehen, und dann die Innovationsfasern. Das heißt, alles, was jetzt eben zum Beispiel Alternativen zu Leder sind, wie Pinyatex, das aus Ananas hergestellt wird oder andere vegane Optionen. Dann gibt es Lenzing, das österreichische Unternehmen, das Tencel auf den Markt bringt. Das ist dasselbe wie Lyocell, nur eben besser und nachhaltiger aufgrund der Art, wie die Herstellung passiert. Und lange haben wir geglaubt, dass Naturfasern automatisch besser sind als synthetische Fasern. Aber so ist es nicht. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, um welche Kleidung es geht. Wenn wir von funktionaler Kleidung reden, wie zum Beispiel Bademode oder Sportmode, macht es natürlich Sinn, recyceltes Polyester zu verwenden, weil es eine Elastizität hat, die es braucht und dehnbar ist und so weiter. Für Alltagskleidung kann man argumentieren, dass man verzichten kann auf alles, was Polyester und Plastik beinhaltet, weil hier kann man auch super mit recycelter Baumwolle arbeiten, mit Bio-Baumwolle, mit Tencel oder Lyocell eben und so weiter. Also ich glaube, als Unternehmen müssen wir zuerst mal verstehen, welches Produkt bringen wir auf den Markt und was ist zurzeit die beste Lösung. Und dann gibt es natürlich das sehr schwierige Thema zwischen veganen und nicht veganen Stoffen, wo ich auch schon selber einige unangenehme Gespräche hatte. Da muss man sich auch fragen, trage ich eher Leder oder trage ich vegane Optionen, die zwar frei von sozusagen tierischen Produkten sind, aber voller Plastik. Nicht jede Alternative ist automatisch besser als das, was es bereits gibt. Nicht jede Innovation ist automatisch besser. Und wieder als Konsumentin verstehe ich das total, dass man komplett verwirrt ist. Vielleicht kann man sich so ein kleines Framework aufbauen und sagen, ich möchte maximal Naturfasern kaufen, weil es besser für die Haut ist, was ja unser größtes Organ ist. Und beim Waschen werden keine Mikroplastiks in die ins Gewässer sozusagen abgehen. Aber bei Kleidung wie Sport oder Bademode, da mache ich Ausnahmen und das setze ich vielleicht auf Recycling. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage angesprochen auf die Konsumenten und Konsumentinnen. Worauf sollte man beim Einkauf achten? Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, zuerst einmal darauf achten, ob man es wirklich braucht. Ich sehe das sehr oft bei mir selber. Natürlich haben wir heute sehr viel gesprochen über meine Standpunkte als Fashion Professional, aber genauso bin ich auch eine Konsumentin. Und manchmal sieht man etwas und denkt sich, ich würde das gerne kaufen. Da ist dieser Impuls da als erstes. Ganz mal zuerst ganz ehrlich sich selber fragen, habe ich vielleicht was Ähnliches schon im Kleiderschrank? Brauche ich das wirklich? Wie oft werde ich es anziehen? Das ist das andere, was mir sehr hilft. Wenn es etwas sehr Spezielles ist, für einen Anlass, kann ich es ausborgen, kann ich es vielleicht Secondhand kaufen, weil ich es sowieso nicht weiter als noch einmal tragen werde. Oder ich kaufe es, aber überlege schon im Voraus, was ich danach mache, damit es eben nicht im Kleiderschrank hängen bleibt. Und dann, wenn man eben sich ein bisschen beschäftigt hat damit, und auch hier, es ist ein absolutes Privileg, die Zeit zu haben, sich so viel mit diesem Thema auseinanderzusetzen aus Konsumentinnenperspektive, wenn man dieses hat, ein bisschen die Stoffe anschauen, die Labels hinterfragen, wo es hergestellt wurde. Nicht alles, was lokal ist, ist automatisch besser. Nicht alles, was in Bangladesch ist, automatisch schlecht. Das muss man auch sagen. Bangladesch hat heutzutage eine der innovativsten Fabriken überhaupt weltweit. Aber hier einfach nur hinterfragen und notfalls aber auch den Brands schreiben. Ich finde es immer super, wenn wir zum Beispiel als Unternehmen Nachrichten bekommen von Konsumentinnen, die mehr wissen wollen zu unserer Kleidung, weil die, die nichts zu verstecken haben und die Lieferketten transparent halten, werden auch antworten und die Informationen preisgeben. Dann möchte ich mal recht herzlich bedanken für diesen spannenden Ausflug in eine nachhaltigere Modewelt und wünsche noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich. Dankeschön.